Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Tanks, unser Pilotenprojekt, wie ich das immer so schön sage. Und ja, heute fahren wir ausnahmsweise mal nicht alleine, denn der Spieler Bartholomäus aus dem Salt Clan ist dazugestoßen. Toll. Töte dich. Ist das so schon? Töte mich. Töte genau. Mich, wenn ich im Ort bin. Verschluckt. Werde ich dann okay. Öffnen und drei ganze Packungen Salz in den Hals nehmen. Oh, ja, Salz. Okay. Wir haben uns schon abgesprochen, wir fahren unsere beiden Premium-Panzer der Stufe 8. Und ganz viel Tier 5. Und ganz viel Tier 5. Ganz bestimmt. Tier 1 kann ich auch machen, ne? Könnte ich mich auch für erwärmen. Ja, natürlich. Ja, was? Wir sind ja auch Lukas. Okay. Ja. Alles klar. Direkt Lukas von der Subscriber-Liste nehmen, damit er das Video nicht bekommt. Alles klar, gut. Ja, Top-Tier hoch 10. Ich hoffe, Lukas weint, weil Lukas von der Aufnahme aufgeschlossen ist. Von der Aufnahme aufgeschlossen ist. Was denn? Ja, Lukas spielt lieber Dark Souls. Ja, trauriges Meme. Ja. Ich glaube, Lukas hat eine ziemlich dunkle Seele. Ich glaube, der verlässt uns einfach für dieses Spiel. Für Singleplayer-Spiele, ja. Was falsch mit dem? So! Wie viel er an sich rumspielt, der. Du fährst gegen die Hauswand. Ich trinke. Bei der Map-Size bin ich innerhalb von 3 Sekunden im Gegnerteam. Und so wie ich unser Team kenne, wo fahren die eigentlich hin? Rechts? Nicht durch die Stadt. Ernst? Nicht durch die Stadt. Alleine, was macht der da? Der Commander H. Mit einem M. Commander H. Commander der weiß H. auf jeden Fall, wo es lang geht. Lass uns dir mal folgen, der hat schon Ahnung. Leute, ich hab jemanden gespottet. Okay. Oh, guck mal, da ist ein Panther. Und ich baller den schon? Ja, aber fahr ein bisschen weiter weg. Na, der ist wieder hinter der blöden Hausmann. Aber egal. Warte, komm. Komm, Peak. Oh, der war zu niedrig. Ich weiß ja nicht. Aua. Leute, schießt auf mich, obwohl der mich gar nicht sehen kann. Ich weiß ja nicht, was World of Tanks so an Mehrwert bieten kann. Nichts. Als Let's Play. Das ist halt sehr grindy. Man macht ja auch keine Let's Plays von... Ich bin immer noch nicht gespottet. Wieso schießen die mich ab? Hä? Da kommt der Panther. Man macht ja auch keine was Let's macht Plays der? In WoW Levels Grind. Okay, vielleicht schon super schon. Was mit dem? Jetzt bin ich gespottet worden. Oida. Da ist noch ein Panther. Oida, la Vera. Was war das denn? Keine Ahnung, klingt falsch. Also Oida ist Alter. Im Wiener Slang. Ja? Ja, dann habe ich halt wienerisches Spanisch gesprochen. Nice. Spanisch mit Wiener Würstchen. Oh, mit Wahl Wiener Würstchen. Knödel. Geil. Komm, Löwe. Jawohl, ich bin tot. Oh, ich kämpfe. Interessant. Was campen hier eigentlich so rum, Mann? Wer campt? Ich. Alle campen. Guck mal, der T32 wird hier so gepusht. Nee, Kinders, der soll er gepusht werden. Dem helfe ich nicht. Hä? Wieso wurde ich gespottet? Hört mal auf, weil jetzt. Links ein Light Tank ist. Oh ja. Und gar nicht, weil rechts ein bisschen ist. Die linke Light Tank ist tot. Oh, wow! Blödel. Wer ist mal ein Spawn gefahren? Ich würde schon fast sagen. Alte 4. Nee, World of Tanks lohnt sich eigentlich nur. Also die Videos, die ich sehe, die gut sind, sind in der Regel Zusammenschnitte. Das ist dann, was weiß ich, ein Stream von 3 Stunden und dann wird da halt eine Viertelstunde rausgenommen und dann ist das auch in der Regel. Das habe ich mir auch schon belegt. Deswegen ist das halt auch erstmal nur ein Pilotenprojekt. Obwohl? Pilot bitte! Wo kommt das EN her? Amina. Pilotprojekt, ja. Pilot. Ich bin halt halb Albaner, ich darf das. Das würde also eigentlich das ja relativ. Halb Albaner. Würde das ja. Jeder Albaner rät sich gerade im Grabe um. Die sind doch immer so nationalstolzmäßig mit ihren Albanien. Ah, Ketten. LOL, was? Die Albaner geil. Ich bin gerade. LOL, okay, ich wusste nicht, dass das geht. Ich bin über. Dir sind die Anhänger der Züge, wie auch immer man sie nennt, bekannt, ja, die Flachen.
Natürlich. Die keinen Container. Ich bin da gerade drüber gefahren. Nicht in der Mitte, sondern hier am Rand, aber ich bin da gerade drüber gefahren. Oh, ja, scheinbar geht's auch. Fishing. Oh, ein paar Gegner. Komm, die kommen wir. Easy. Easy, Alter. Die prallen jetzt alle an mir ab. Mein Fahrer! Nein! Ich glaube, das ist der letzte, den du brauchst. Oh nein. Oh Gott, okay, da bin ich ein Stück zu weit nach hinten gefahren. Wow, nur Kette. Fickt doch alle. Ohne Witz, lass den. Wow, ich wollte den rammen und hab die Ecke getroffen. Also, es war das schlechteste Spiel, was wir je hatten. Nein, es gab schlechtere. Moment, aber das war trotzdem schlecht. Also, Watch drauf hinaus. Mehrere Stunden zusammenschneiden. Ach ja, das ist ja eigentlich relativ viel Arbeit, weil du musst halt nochmal an die Stellen, bla blub. Aber wenn du eine Liste führst und immer aufschreibst, nach so und so vielen Stunden der Aufnahme ist eine Stelle, die man brauchen könnte, dann schneidest du das raus. Ist das nicht so viel Aufwand. Genau. Das hatte ich mich auch überlegt, zu machen. Ja. Aber erstmal machen wir das jetzt mal in dem Format hier. Okay. So vier, fünf Videos oder so. Ansonsten YouTube-Fame, bitte. YouTube Money ohne Ende, ja, sowieso. Natürlich. Natürlich. Wie sah es denn aus in dem Spiel? Guck mal, wir beiden. Wenn du bald dein Konto nicht eingibst, läuft schon das Konto von dir über, war. Schon, die fangen dann schon an, das Geld in die Schweiz auszulagern, weil deren Platz, virtueller Platz geht denen aus. So viele Bytes, so viele Bits und Bytes an Geld hast du schon angehäuft. YouTube Money, Alter. Ohrwurm, ne? Ich hab so ein Ohrwurm. Das ist gesagt. Schon so famous. Du kriegst direkt den Subscriber-Button in Twitch, sobald du deinen Account überhaupt erstellst. Ach, ich hab den Account schon vor lange. Ja, aber brauchst du eigentlich. Wie viele Follower braucht man eigentlich dafür? Keine Ahnung. 12 Egal. Millionen? Nein. Klack, schreib mir einfach an, sagst du, ich bin der Sebebu. Und dann sagen die, tut uns leid. War ein Fehler. Die Praktikanten sind schuld. Und dann kriegst du sofort einen Subscriber-Button. Wie viele Follower hast du jetzt? 4 Milliarden oder sowas, ne? Fast, ja. Hast du Plus gemacht oder Minus letzten Monat? Fast. Plus. Erstmal alle Menschen auf der Welt. Alle Leute, nein, ich glaub noch nicht mal so viele Leute haben Internetzugang. Tatsächlich. Das ist echt eine gute Frage, oder? Ich gehe schon mal davon aus, dass 2 bis 2,5 Millionen auf jeden Fall ein Internetzugang haben. Milliarden. Milliarden. Wenn die Chinesen bei denen weg, das wäre im Moment, die werden ja jetzt angebunden, mehr oder weniger. Die Inder weiß ich gar nicht, aber die haben relativ viel Telekommunikationskack. Die Afrikaner fehlen halt. Das sind locker. Wie viel sind das denn? 1 Milliarde? 1,5? Boah, das kann schon. Afrikanische Kontinent? Vielleicht sogar noch mehr. Ich glaub nicht, dass die alte Internetanbindung haben. Das glaube ich jetzt aber auch nicht. So in diesen bevölkerten Gegenden auf jeden Fall, war. Nee, über mobiles Internet vielleicht, aber wer legt denn da Kabel? Nice. Das ist ja nicht. Er ist einfach weggeburnt. Einfach abgefackelt. Ja, den haben wir. Alter, wer schießt mich denn hier ab, Mann? Jetzt mein Turm kaputt, danke! Warum bist du eigentlich schon wieder halb tot? Spastischen Krämpfe, ja, keine Ahnung, die schießen von da unten, die Knödelbumser. Knödelbumser. Thüringer Klöße. Die hab ich gern. Hab ich, ja, vorher auch. Die schmecken mir am besten. Das ist traumatisierend. Ja, das Lied ist echt traumatisierend. Jetzt musst du das verlinken beim Schreiben. Copyright. Nee, das ist ja. Wir haben es ja gekappt. Mehr oder weniger. Was ist mit Ping los hier? Dein Bad ist da los? Mein Ping springt gerade hoch in die Decke und so. Ach, du hast doch aber nie lag, hast du doch gesagt. Ja, eben nicht. Megatron. Megatron. Oh scheiße, da war schon die erste. Egal, können wir überbieten. Ja, genau. Kennzeichne nochmal die Stelle, damit du sie findest. Oh. Musst du das wirklich mal fliegen? Nein! Du wurdest geteamkillt. Ist das eine Ehre? Er schreibt sorry. Okay, das ist natürlich legitim. Jetzt musst du sagen, no problem. Thank you. I didn't want to live anymore. Wieso schreibe ich dich? So. Danke fürs Erlösen. Wow, Iron Jesus. Iron Jesus, take off again. Im Ernst? Zweimal niedrig. Warum? Iron Jesus ist echt scheiße zu mir, ne?
Richtig undankbar. Mann, das hätten wir gewinnen können. Aber ohne mich verlieren wir nicht. Ja, ohne mich verlieren wir. Ja, ich werde hier abgefarmt von 98.000 Leuten. Dumme Sauerarme. Machst du fertig? Zweimal unter dem ersten. Kann jetzt nicht sein. Abgemacht. Wow. Was war das denn? Teammate Arty oder was? Was war das? Ich wollte gerade sagen, es war aber die Arty. Gut, danke für die 400 Damage von hinten. Und danke dafür, dass mein Schuss zweimal unter dem Container durchgeflogen ist und auf dem Boden gelandet. Das war super. Nice, hat echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gegner war komplett verdeckt von meinem Padelkolben. Aber okay. Wenigstens, naja, ich habe kein Mutz gespielt, also ist es keine Leistung, was zu blocken. Dann fahren wir noch eine Runde, dicke Dicker, und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt 3 Millionen, wie viel hast du? Was? Sorry. Credit Points? Geld? Ja. Ich glaube, ich hatte gerade 900.000. Lass mich! Hast du nicht gestern schon 1 Million? Nee, ich hatte fast 1 Million. Hande. Früher mehr. Mein Name und der Name des Panzers sind so lang, dass sie in der Mitte nur so 2-3 Leerzeichen unten links hinter als Abstand haben. Also wirklich nur 2-3 Leerzeichen. Ziemlich genau 3 Leerzeichen. Das ist schon krass. So, also dieselbe Karte wie eben auch. Ja. Hallo? Consistency. Ja, nice. Luck. Geil. YouTube möchte ja Abwechslung sehen. Mhm. Das bieten wir. Einmal von der Seite, einmal von der Seite. Geil. Einmal in dem Spielmodus, einmal selber in dem Spielmodus. Nee, ist derselbe Spielmodus. Oh, ja, okay. Wir wollen natürlich nicht zu viel Abwechslung, weil wir wollen uns ja noch was das nächste Video aufnehmen. Ekelhaft. Was war das eigentlich für ein komischer Reichsmarsch, den du gerade gespielt hast? Das war der imperiale Marsch, oder? Genau. Ja, das habe ich ehrlich gesagt gerade. Also, ich habe angefangen, es auszusprechen, bevor ich gecheckt habe, dass es das wirklich war. Weil mir nichts anderes einfiel. Ich bezweifelt habe, dass du irgendwas Klassisches summst, außer es gibt das als Klingelton auf deinem Podcast. Nein, habe ich nicht als Klingelton. Insider-Joke, ja. Klar. Mein Klingelton ist das Telefon-Klingeln von Sandy Cheeks. Von was? Von Sandy Cheeks, von SpongeBob. Wie die zwei Nüsse da aneinander klappern. Geil. Und die haben Arten. Genus. Wieso haben wir. Was macht der da? T49 heißt Mario Play und playt nicht. Ah, der ist. Ist der disconnected? Ja, der ist noch nicht mal connected. Der hat sich aber gerade schon bewegt gehabt. Sicher? Ja. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich auf der Minimap gedreht hat. Also nicht gedreht, sondern bewegt und kann nicht. Ah, wer schießt der E50? Oh, Leopard, Moment. Ich habe kein Damage. Also die Aufnahme heute Morgen, die verkackt habe, die ich gar nicht aufgenommen habe, die. Wann hast du überhaupt gemacht? Heute Morgen um. Aua! Heute Morgen um 10 oder so. Du mit deinen Mods, ne? Erstmal den Chat voll spammen, den Potschwing spammen. Aber wenigstens warst du nicht so smart wie ich. Hast deine Erledigung morgens gemacht, bist dann zum Ortsamt, um den Perso abzuholen und hast gesehen, dass das Ortsamt schon um 12 zugemacht hat. Nice. Fucking geil. Morgen früh erstmal um 8 oder um 9 hin. Auch wenn die den ganzen Tag wieder aufhören. Damit ich einen neuen Perso habe. Hast du deinen jetzt beantragt? Nein, noch nicht. Das mache ich auch erst irgendwann nächste Woche oder nie. Solltest du auch einfach gar nicht machen. Hol dir direkt ein Personal, das wär's vom Reichs... vom hier, werd Reichsbürger. Du darfst einfach die Staatshoheit Deutschlands, nee, der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nämlich ein Marionettenstaat der USA. So. Werd Reichsbürger. Dann erkennst du auch das Hoheitsgebiet nicht an und sagst du, dieser Boden gehört mir. Die ist keine ohne Scheiß. Die geben sich ja. Die geben sich eigene Gesetze. Ohne Witz. Da ist ein so Typ, der hat so eine Verkehrsinsel zu deutschem Reichsgrund oder sowas erklärt. Hat gesagt, hier regiere ich. Hat Gesetze veranlasst. Okay. Und hat gesagt, Deutschland existiert nur, weil die
das Grundgesetz sei gar kein richtiges Grundgesetz, das wäre bloß irgendwas Erfundenes und aufgrund des Statuts hätte das gar keine Gültigkeit. So. Nice, okay. Oder? Ja, so kann man es auch Verschwörungstheorien. Machen, ja. Leute gibt es. Ja. Ich besetze demnächst auch mal eine Verkehrsinsel und dann mache ich das auch mal. Als nächstes, was kommt als nächstes? Diktatoren in der Türkei oder was? Ah nein, halt, das gibt's schon. Warum werde ich eigentlich getötet von da oben? Weil wenn wir so türkische Viewer haben, die irgendwie pro Erdogan sind, können die sich einfach verpissen. Hallo. Was? Menschen. Es gibt eh nur 100 türkische Spieler im World of Tanks. Die eine Hälfte ist im Baba-Clan und die andere ist im, keine Ahnung, Baba-2-Clan. Baba 2? Ja, du lachst, es gibt tatsächlich Baba 1 und 2. Wo ist der Unterschied? Einfach nur derselbe Clan, aber der wurde halt zu klein für 100, ja? So. Clans haben halt nur 100 Spieler begrenzt. Ach so, stimmt ja. Clan war zu klein, haben sie einen zweiten aufgemacht. So als wenn du ein Video in Teil 1 und 2 teilst. Kein Unterschied. Oh, bitte nicht durch. Boah, das war. Jetzt neu. Filthy. Filthy Bastard. Jetzt holt die Arti, die kleine Pupsmuschel da hinten. Was hast du gerade gesagt? Pupsmuschel? Geil. Das ist ja nice. Ja, nice. Haben wir gewonnen. 5 Geld. Ich hab mal Schaden gemacht. Ja, Schaden mal. Okay. Muss man uns das direkt mal angucken. Teamauswertung und dann ja! Bin ich sogar besser als du. Und mit dem anderen? Oh, okay, da bin ich ziemlich weit unten, das ist schlecht. Aber ja! Das war jetzt aber echt ein schönes Spiel. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bei meinem Pilotprojekt. Ja, oder halt auch nicht, ne? Falls es euch nicht gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge nicht wieder. Wir schicken ein paar Reichsbürger vorbei. Ja, genau. Gut. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dann, ciao. Du musst auch Tschüss sagen. Ciao, geht weg, überlebt den Tag, habt Spaß. Okay, super, yeah, tschüss.